Ich freue mich, dass wir heute ganz viele Gäste haben zu unserer Fachtagung zum Thema Ohne Zwang, Psychiatrie neu denken. Wir haben erreicht auf jeden Fall, dass Menschen aus dem psychiatrischen Bereich, Ärztinnen, Ärzte, aber auch Mitarbeiter, Pflegekräfte heute da sind, um gemeinsam zu beraten, wie es dann in der Psychiatrie weitergehen kann. Aber auch niedergelassene Psychotherapeuten, welche aus dem ambulanten Bereich, der uns besonders wichtig ist, weil wir brauchen eine wesentlich bessere ambulante Versorgung. Wir haben aber auch Menschen, selbst erfahrene, Psychiatrieerfahrene, die eigene Psychiatrieerfahrung haben und Angehörige dabei. Und das ist uns auch sehr wichtig, um die Erfahrungen dieser Menschen zu hören und zu hören, was muss sich eigentlich ändern in der Psychiatrie in Hessen. Die Linke will aus diesen ganzen Beiträgen eine Politik weiterentwickeln, wie wir im Landtag, im Hessischen Landtag, aber auch darüber hinaus die Diskussion um eine Weiterentwicklung der Psychiatrie gestalten können. Die drängendsten Probleme in der Psychiatrie ist die Einhaltung der Menschenrechte. Deutschland hat die Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen unterschrieben, sie ist ratifiziert worden und sie wird nicht umgesetzt. Und in den Kliniken werden Menschen festgebunden, in den Kliniken werden Menschen gegen ihren Willen mit Medikamenten behandelt, in den Kliniken werden Menschen in ihren Zimmern eingesperrt und das oft über Tage oder Wochen. Und das ist nach der Konvention nicht mehr zulässig. Die Psychiatrie muss sich zu einem Hilfssystem entwickeln, was wirklich hilft und was nicht gleichzeitig Zwang ausübt. Also Hilfe und Zwang müssen getrennt werden, sodass die Psychiatrie Unterstützung bei allen psychischen Störungen leistet, so viel sie kann, so gut sie das kann. Und, aber ausgehend und immer basierend auf Wille und Wünschen und Präferenzen der Betroffenen. Ich meine, ich war ja 7,5 Jahre zwangsweise in Psychiatrien untergebracht, in dem Teilbereich forensische Psychiatrie. Und im Nachhinein konnte dann bewiesen werden, dass das unberechtigt war. Aber über diese lange Zeit muss ich Ihnen sagen, das erinnert eher an die dunkelste Zeit der deutschen Geschichte. Sie sind rechtlos und hilflos und de facto mehr oder weniger in einem rechtsfreien Raum. Also es muss sich sehr vieles ändern, die Grundlagen, besonders in dem psychiatrischen System, müssen sich ändern. Es ist ja die letzten Jahrzehnte dominiert von der US-amerikanischen Psychiatervereinigung, die diese Krankheitsbilder zum Beispiel formuliert und erstellt und bestimmt. Und da gab es durch das Regelwerk, das sich DSM mit der Nummer 5 nennt, das im Moment auch noch Gültigkeit hat, auch noch eine Inflation von angeblichen psychischen Krankheiten, wodurch sich die Krankheitssituation unrichtigerweise auch noch aufbläht. In jedem Fall, Sie brauchen qualifizierte Menschen, die mit Herz und Verstand arbeiten, und zwar an allen Plätzen. Sei es jetzt im medizinischen Bereich, sei es im gerichtlichen, staatsanwaltschaftlichen Bereich. Und die Politik ist da gefordert und die Gesellschaft ist gefordert, um wirklich grundlegende Änderungen voranzutreiben. Also die Veranstaltung war super konstruktiv und unheimlich interessant. Wir hatten ganz viele Berichte von Betroffenen, die auch erzählt haben, welche Schäden sie aus der Psychiatrie mitgetragen haben. Aber wir hatten auch zum Beispiel den Chefarzt einer Klinik, der gesagt hat, endlich, zum ersten Mal bin ich eigentlich gefragt worden, wie dieses psychisch Krankenhilfegesetz in Hessen tatsächlich funktioniert, wie es sich auswirkt, und haben sich bei uns sehr, sehr, sehr bedankt dafür und nie erlebt, dass so viele Menschen aus einer Veranstaltung rausgegangen sind und gelobt haben, welche exzellente Veranstaltung das war. Aber natürlich haben wir viele Aufträge bekommen aus dieser Veranstaltung, was wir jetzt machen sollen. Wir müssen unbedingt den Auswertungsprozess und die Evaluation des Psychisch-Krankenhilfegesetzes gut begleiten. Schon eine Anfrage gestellt zum Psychiatriebeirat. Wir werden aber jetzt weitere Dinge tun und es ist notwendig, auch in dieser Auswertung Impulse zu setzen, dass die Besuchskommissionen besser ausgestattet sind, dass die Beschwerdestellen besser ausgestattet sind. Und dass es eine Regelung gibt, wie wir tatsächlich zu einer Psychiatrie ohne Zwang kommen. Auch da gibt es gute Ideen dazu, die werden wir weiter verfolgen.